Was tut die Klassikszene nicht alles für ihr Publikum? Sie haben Kinderkonzerte, Krabbelkonzerte, Jugendorchester, Kinderchöre, Musiker, die ins Klassenzimmer zu den Schülern kommen und Konzerteinführungen eigentlich für jede Altersklasse. Das muss jetzt wegen Corona alles wegfallen. Super ärgerlich. Aber zum Glück leben wir im 21. Jahrhundert und die Digitalisierung ist vorangeschritten bei uns. Sollte man meinen, die Musikvermittlung ist auch schon in der digitalen Welt angekommen. Aber funktioniert das wirklich? Wie stehen wir in Deutschland denn mit der digitalen Musikvermittlung? Klären wir aber zuerst einmal, was ist digitale Musikvermittlung für die einzelnen Institutionen? Ein sehr wichtiger Auftrag unseres Hauses ist natürlich die Förderung und die Bildung von jungen Menschen. Wir sind ja eine öffentlich geförderte Institution und das ist uns ein sehr großes Anliegen. Und Erlebensorientierung ist eben viel stärker geworden als nochmal der Intellektuelle des 19. Jahrhunderts, ne, der sich irgendwie Programmheft durchgelesen hat und dann setzt sich ins Wagner-Konzert und sagt, oh, da kommt ja das Leitmotiv und dann Chapeau, Chapeau, ganz toll gespielt. Sondern dass man sagt, oh, also warum sitze ich jetzt hier alleine? Was passiert da jetzt eigentlich? Natürlich ist ein Rundfunkhaus anders strukturiert und organisiert als ein Konzerthaus. Trotzdem spielt auch hier die Musikvermittlung eine sehr wichtige Rolle. Also, dass es einfach Probenbesuche gibt oder wenn jemand da ist oder ein Gespräch möchte. Also, dass wir einfach offen sind, dass wir in diese Kommunikation mit unserem Publikum, in welcher Altersschicht auch immer, treten. So würde ich das jetzt einfach mal beschreiben bei uns. Es geht also im Prinzip um die Kommunikation zwischen Veranstalter und dem Publikum. Das Konzerthaus Berlin hat hierfür eine sehr coole spielerische App entwickelt, und zwar das digitale Streichquartett. Wenn ich die App öffne, sehe ich 4 Spielkarten, bei denen dann jeweils der Spieler eines Streichquartetts zu sehen ist. Wenn ich jetzt eine Karte verdecke, höre ich diese Stimme nicht mehr. Das ist zum Beispiel eine Anwendung, die bei Musiklehrern in Berlin sehr beliebt ist, weil es sehr, sehr spielerisch den Kindern einen ersten Kontakt zu einem Streichquartett gibt. Ehrlicher gesagt, für viele Kinder überhaupt auch der erste Moment ist, wo sie eine Geige von Cello unterscheiden. Viele Kinder wissen nicht, was ein Cello ist. Ihr seht also, das digitale Streichquartett geht gar nicht analog. Man kann sich ja nicht einfach ein Streichquartett selber mieten und dann sagen, hey du Bratsche, hör mal bitte auf zu spielen, ich will mal hören, wie das ohne dich klingt. Das ist an sich also eine sehr gute Idee, wenn man aber ehrlich ist, ist die Technik auch nichts mehr Neues. Also warum schafft es kein anderes Konzerthaus oder eine andere Kulturinstitution, solche Apps oder solche Techniken auf den Markt zu bringen? Ganz am Anfang eben, das war, als eben diese Fusion anstand, wollte man ja eben auch eine neue digitale Plattform haben. Und es gab auch einmal Gespräche, wie kann Musikvermittlung dort existent sein? Und man muss es einfach so sagen, es ist einfach verpufft, alles, was da an Ideen war. Jasmin Bachmann will eine Art Katalog für die Lehrer. Das heißt, haben wir einen Spielzeugkatalog, in dem sie sich dann die verschiedenen Konzerte raussuchen können mit Konzerteinführung und Lernmaterial, was die Kinder dann dabei unterstützen soll. So können Kinder zumindest ein digitales Konzert erleben, wenn es eben gerade derzeit Corona-bedingt keine Vor-Ort-Veranstaltungen gibt. Wir haben ja eigentlich nur 2 bis 3 Projekte in der ganzen Spielzeit, die mit großem Orchester sind. Die anderen sind so außerdienstlich, aber dass man vielleicht auch so 2, 3 Dinge in der Spielzeit mal mit so kleinen Clips begleitet, dass einfach von vornherein kommt, sagt mal, was ihr habt und dann bieten wir euch an, da zu kommen und da zu kommen. Das würde ich mir vielleicht wünschen, dass es einfach ein bisschen enger Hand in Hand geht. Digitale Musikvermittlung scheint immer noch ein ganz neues Feld zu sein. Warum kann man nicht aber einfach die Konzerteinführung mitfilmen und das Konzert und das so aneinander schneiden und somit hat man doch eigentlich auch schon eine digitale Strategie, oder etwa nicht? Man kann nicht digitale Projekte so denken wie analoge. Da liegt schon einfach der Fehler, ne? In der Länge, im Ansatz, in der Anführung, in der Interaktion. Also wenn man all diese Aspekte nicht berücksichtigt, ist das halt eine Totgeburt. Wir haben da viel stärker erlebt, wie solche ästhetischen
Entscheidungsmomente stärker in den Vordergrund gerückt werden. Also aufmachen, gucken, was geht dann und dann gleich mal was selber machen. Solche Konzepte sind ja dann möglich und wenn man die einbaut in kulturelle Bildungsprojekte, dann sieht man eine Änderung. Also wir können zum ersten Mal von Anfang an ästhetische Entscheidungen und nicht motorische Entscheidungen treffen. Das heißt, wenn ich Cello lernen will, muss ich zuerst einmal die motorischen Fähigkeiten erlernen. Also Fingerübungen machen, ganz viel Technik üben. Und das führt dann erst dazu, dass ich schöne Musik spielen kann. Mit dem iPad kann ich genau diesen Schritt überspringen und direkt zu ästhetischen Entscheidungen kommen. Und somit können die Kinder sich eigentlich kreativ und vielseitig ausleben und haben Spaß daran. Und die Kinder sind dann rausgerannt und haben da Filme gemacht und haben sich überlegt, okay, was wollen wir eigentlich in unserem Film? Wir sehen also, ein gutes Konzept lässt Kinder auch nicht zur Couch-Potato werden, wie viele dann vermuten oder vielleicht auch Angst davor haben. Also wird die digitale Musikvermittlung die analoge nicht ersetzen. Wie auch letztendlich der Stream niemals das Live-Konzert ersetzen wird. Es ist genau das Gleiche. Ich persönlich würde mir wünschen, dass die Kulturinstitutionen einfach nahbarer werden, dass sie vertreten werden auf Social Media wie YouTube, Instagram, von mir aus auch TikTok. Denn gerade durch dieses Social Media kann man ein neues Publikum ansprechen und somit auch neue Leute für die Kultur gewinnen, weil irgendwo ist immer noch so eine Barriere, dass viele junge Menschen sich einfach nicht mehr für Kultur interessieren oder da so eine Hemmschwelle irgendwie haben. Man sieht es ja zum Beispiel auch perfekt bei wissenschaftlichen YouTube-Kanälen wie zum Beispiel Simple Club. Die schaffen es, durch Unterhaltung und Bildung einfach viele Klickzahlen zu erhalten. Und warum sollte das nicht auch bei uns in der Musikvermittlung funktionieren? Ein Problem bei dem ganzen Thema ist halt, dass die ganzen Häuser personell sehr schlecht besetzt sind. Also wir am Konzerthaus Berlin hatten bis vor 2 Jahren den Personalstamm, den das Haus seit 1990 hat. Sie können sich vorstellen, was das im Bereich Marketing und Kommunikation bedeutet. Ich meine, wir haben es hier mit ganz neuen Berufsfeldern zu tun. Und man braucht halt auch, und das ist an so klassischen Häusern auch so ein Problem, man muss abteilungsübergreifender arbeiten. Diese Strukturen, wie sie heute an so Häusern sind, die sind nicht mehr zeitgemäß. Man muss mich selber vermarkten, ich muss die Konzepte kennen, ich muss die Algorithmen kennen, ich muss verstehen, wie man sich im Internet präsentiert. Die Schwierigkeit bei der digitalen Musikvermittlung hat viele Aspekte. Wir in Deutschland hängen mit der Digitalisierung eh schon hinterher, wenn man sich das mal im Vergleich zu anderen europäischen Ländern anschaut. Also wenn man Deutschland ins Verhältnis stellt, dann kriegt man hier mit, und das ist eben eine historische Perspektive, dass wir unter kultureller Bildung durchaus auch viele Traditionen meinen, die wir bewahren wollen. Und das sieht man ziemlich stark darin, dass es nämlich in Deutschland einen größeren Pessimismus gibt, was Digitalisierung angeht. Das ist irgendwie so im Sinne von, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Aber gerade jetzt, während Corona, ist es umso wichtiger, dass die Kulturinstitutionen irgendeine digitale Lösung finden, weil das ist die Zukunft. Und sie haben lange genug gewartet, haben lange genug geschlafen. Gerade jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Man könnte jetzt denken, ja, Corona wird der Kulturbranche einen Schub geben ins Digitale. Vielleicht. Aber das Problem ist, es wird ja jetzt zu Kürzungen kommen in den Budgets. Es wird auch nicht mehr zu personellen Aufstockungen kommen. Und ich frage mich jetzt, ob die Intendanten und Intendantinnen eine Konsequenz ziehen aus der heutigen Zeit und ihre Häuser anders umstrukturieren oder ob es eigentlich weiter so geht und wir verschleppen eigentlich ein Manko nur noch weiter. Und wir sind gerade an einem ganz, ganz interessanten Moment. Und die Frage ist, werden wir unsere Schlüsse daraus ziehen oder nicht? Fassen wir am Ende also nochmal zusammen, was eigentlich die größten Probleme sind. Warum es bei den Kulturinstitutionen so schlecht oder so schwierig vorangeht mit der digitalen Strategie. Wir haben zum einen das Problem, dass wir in Deutschland eben einfach mit der Digitalisierung hinterherhängen. Das wirkt sich dann klar auch auf die Kulturinstitutionen aus. Außerdem gibt es immer auch noch ein großes Misstrauen gegenüber diesem digitalen Lernen. Ein weiterer Punkt ist, dass es der Kultur schon vor Corona nicht wirklich gut ging und jetzt durch Corona wurde eigentlich alles nur noch schlimmer. Es ist wie eine Krise und dieses Digitale gewinnt noch mal mehr an Dringlichkeit. Dann, was auch ein wirklich, wirklich großes Problem ist, ist das Personal. Es werden immer mehr Stellen abgebaut, anstatt sie aufzurüsten. Wenn dann Leute eben für diesen Bereich, für diese digitale Vermittlung verantwortlich sind, bekommen sie aber keine Weiterbildung
Und wie soll man digital irgendwas vermitteln, wenn man selber nicht mal weiß, wie es genau funktioniert? Der letzte Punkt, was auch noch relevant ist, ist immer noch, dass klassische Musik eine kleine Zielgruppe hat. Jetzt digitale Musikvermittlung hat dann nochmal eine kleinere Zielgruppe. Wir merken also, wir stehen noch ziemlich am Anfang.